Wir sind hier im Atomic Rennstall, im wirklichen Rennstall. Also hier im Rennstall hat jeder Athlet und jeder Servicemann seinen eigenen Tisch. Wir stehen hier nämlich gerade vor dem Tisch von Marcel Hirscher. Marcel Hirscher, Servicemann Edi Unterberger, präpariert hier alle Ski für den Marcel. Und das geht halt dann so weiter. Wir haben dann auf der Hinterseite die Ski, den Servicemann und die Servicebank von der Marlies Schild zum Beispiel. Wir sind ja guter Hoffnung, dass sie vielleicht doch in Schlabing fährt. Und das geht dann einfach weiter. Marlies Schild, Bernadette Schild hier vor uns. Genau vor uns sehen Sie den Servicetisch von Benny Reich. Benny Reich und auf der rechten Seite davon den Servicetisch der Amerikaner Eric Gay und dann natürlich auch der Schweizer. Und hier herinnen wird sozusagen das Material für den Athleten so vorbereitet, dass der Athlet dann aus diesem Material das entsprechende auswählt, mit dem er dann auch wirklich sein Rennen bestreitet. Wie wichtig war für Sie Ihr Servicemann früher? Servicemann ist sehr wichtig. Das ist, vor allem die Harmonie ist sehr entscheidend und die Abstimmung wird immer wichtiger im Skisport. Das heißt also, dieses Wachs ist eigentlich schon Voraussetzung, dass es gut funktioniert. Aber diese Abstimmung zwischen Kanten und Skischuh, das ist sehr entscheidend. Und von dem her ist schon diese Harmonie sehr, sehr entscheidend. Ich finde, dass der Servicemann extrem entscheidend ist. Also man ist zwar als Einzelsportler unterwegs, weil man auf der Strecke ist und im Prinzip seine Leistung abrufen muss, aber wenn der Servicemann, wenn das nicht funktioniert, dann hat man niemals die Chance zu gewinnen. Deshalb ist das Team unter Anführungszeichen sehr, sehr wichtig und ja, ich denke mal, ohne guten Servicemann wird es ganz schwierig und daher ist man manchmal auch fast ein bisschen abhängig davon, dass es passt. Aber das war natürlich unglaublich wichtig. Erstens mal, weil ich handwerklich zwei linke Hände habe und die Ski sehr schlecht selbst präparieren kann. Das war nicht nur ein Servicemann, der meine Ski schnell gemacht hat, sondern war auch eine Vertrauensperson. Das war ganz wichtig für mich. Wahrscheinlich der beste Freund im Zirkus selbst. Wir haben uns super verstanden und auf ihn war immer 100% Verlass. Wenn die Leistung mal schlecht war, dann war das zu 99% mein Fehler und zu 1% sein Fehler.